Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin. Randomizer Nuzlocke Zoning Challenge mit dem Schnecker. Servus und dem Lollrob. Grüezi miteinander. Ich bin jetzt gerade noch zwischen den Aufnahmen schon mal durch die Höhle durchgegangen. Ja. Und ich bin im Übrigen von dem Niki auf aufmerksam gemacht worden, dass die legendäre Seeschlange Leviathan heißt und nicht Levintan. Du hast dich doch verschrieben. Ja, ich weiß, das hat so seinen Charme. Ich muss mich darüber gerade total annehmen. So, ich kämpfe jetzt mal gegen den Ast-Trainer. Mal sehen, was er. Ja, ich pflanze hier gerade neue Bären an. Ach ja, Bären haben nicht. So, er hat gerade so drei Pokémon. Als erstes setzt er 14 Blitzen. Na toll, schafft er, kann er wechseln. Oh, dann kann ja mein Butterfly direkt vorne bleiben. Butterfly, das wird schmerzhaft. Flugtyp. Ja, für Fritzeblitz, oder? Ja, Fritzeblitz ist Donner. Elektro. Ich würde schmerzhaft. Ah, dann setze ich halt Vulcanelli nach vorne. Du kannst aber auch Flamara einsetzen. Stimmt. Flamara muss gelevelt werden, mache ich direkt. Welches Level ist sie nochmal? 22. Ja, Fritzeblitz ist Level 18. Und sie paralysiert. Pokémon. Luramon. Tauschen. Oh, Mann. Route 111, da ist der Trainer da. Guten Tag. Oh, what? Der hat mich gekrittet. Du lebst aber noch. Ja, so halb. Weilmar wird als nächstes. Ja, ich möchte gerade so. Yggdrasil, komm mal her, Yggdrasil. Was setzt er bei mir ein? Wird Weilmar. Was ist Weilmar? Wasser. Da soll ich besser nicht Nuramon vorne lassen. Ja, ich bitte drum. Ich bin dann überlegen. Dufti? Ja. Ja. Ich habe mal eben das Weilmar weggekrittet. Rasierblatt. Oh, ich will endlich mal Rasierblatt lernen. Ja, ich setze Rasierblatt gerade ein. So, Rasierblatt 55 Stärke ist besser als Rang. Giftpuder brauche ich eigentlich nicht. Na komm, weg mit Giftpuder. Makuhita. Ist Typkampf. Also Butterfly. Da muss ich dann, bitte? Butterfly, ja. Genau, den hatte ich auch gerade schon geistig ausgewählt. Nicht geistig. Komm, Butterfliege. Hast du Butter gesagt? Butter. Buddha. Die gute Buddha. Ist ja, na, lass das mal. Heute nicht. Heute nicht, heute nicht, heute lasse ich mal die ganz schlechten Witze für mich. Sind viel stärker geworden. Unten oder oben lang? Versuch mal nach unten hinzugehen, dann wirst du es merken. Ja. Da bin ich in der Wüste. Geh mal weiter komplett. Okay, er lässt mich nicht weiter. Genau. Also hat sich die Frage mit wo lang erübrigt. Genau, und ihr könnt mal in die Kommentare reinschreiben, ob wir das mit dem Rätselhaus mal komplett mit zeigen sollen im Projekt oder halt der Buffons einfach das durchnehmen sollen. Ich habe gerade TM43 erhalten. Hey, wir können das mit den Geheimbasen. Ja, da, du hast gerade das Tutorial dazu. Ja, setze davor Geheimpower ein. Einige Äste werden sich öffnen und die kannst die Bäume hinaufklettern. So, ich habe jetzt erst die TM erhalten. Eine Geheimbasis. Du solltest dir eine einrichten. Du musst dir deine Geheimbasis nicht unbedingt in einem Baum einrichten. Setze Geheimbauer an steinigen Wänden ein, die Einkerbungen haben. Ich schaue mich jetzt nach weiterem Ort um. Tschüss. Willst du das hier machen? Nee, oder? Ach,
Quatsch, nein, das stecken wir. Okay. So, wenn ja. du zwei Schneider hast, kannst du einfach mal deine Pokémon reingehen, ansonsten musst du einmal kurz einen Umweg gehen. Nee, ich habe keinen Zerschneider, weil Wiesel ist ja nicht mehr dabei. Ich kann auch keinen Zerschneider einsetzen. Ach meine Güte, sind deine Pokémon nicht erschöpft? Du magst mich doch hier aus. Das ist doch eine gute Idee, oder? Ja. Ich werde gerade hier oben erstmal wieder Bären pflanzen. Ja, dann musst du rechts weiter hin. Ich weiß, und dann nach unten. Richtig. Wenigstens ist es nachher nicht mehr so warm, wenn man rausgeht. Oh, ja. Stimmt, heute ist es echt warm. Mhm. Auch auf der Arbeit war es richtig warm. Aber eine herrliche Fensteraussicht habe ich, ne? Das kann ich mir vorstellen. Deswegen muss man mir auch heute einfach mal verzeihen, dass ich erstens gerade vor lauter Ballaballa die falsche Beere angepflanzt habe. Und zweitens, dass meine Fenster offen ist, trotz Aufnahme. Na, ich habe 6 Singelbeeren. Ja, weil das wäre sonst echt nicht zum Aushalten. Dabei haben die heute nicht so viel angekündigt, oder? Doch, die ganze Woche. Die ganze Woche, auch schön. Weißt du, was der Vorteil ist, wenn man eine Schwester hat, die Cocktails mixen kann? Du kriegst kühle Cocktails? Ja. Ich komm gleich vorbei, ja. Nix da. Oh Mensch. Nee, Quatsch. So, ich rede mal mit der Dame. Ich habe meine Pflanzen sehr ausgewässert. Sie trugen sehr viele Blüten und dann wuchs auf einmal viele Beeren. Hier bitte, die schenke ich dir. Himmelbeere erhalten. Nee, Beere aus Himmi. Will mich anstrengen und einige rote Pokeriegel herstellen. Ich hoffe, du steigst dich auch an. Linksrum, oder? Ja, da ist eine Trainerin. Route 111 und Route 113 geht es da weiter. Den Berg hoch wollen wir nicht, oder? Wenn du ein Allrad hast oder so, dann bestimmt. Ich hab kein Allrad. Dann kommst du da nicht hoch. Weil mit meinem Fahrrad komme ich da gerade auch nicht hoch. Oh, es ist eine fucking Ass-Trainerin. Ah, okay, Wingul. Was ist Wingul? Wasserflug. Okay, Nuramon ist aber gerade da vorne, definitiv dann falsch. Und es kann super scheinen. Ich weiß schon, warum das jetzt kacke wird. Okay, ich treffe mich wirklich sehr effektiv. Pass mal auf. Es hat gerade auch super Schall bei mir eingesetzt. Und getroffen? Ja. Bei mir nicht. Ich werde überlegen, ob ich jetzt einfach mal Duftis verwirrt. Aber ich habe trotzdem Reflektor eingesetzt. Ich beiß mal rein. Ich gibt noch eine Kopfnuss. Da es jetzt verwirrt ist, werde ich es auch mal kurz ändern hier. Besser wäre es. Und besiegt! Yeah! Als nächstes wird Kamaub eingesetzt. Ja, Leventan, komm mal raus. Kamaub ist... Vorentwickel von Kamaub, was du hast. Bei mir ist Roselia. Roselia. Ist ein, Pflanze? Roselia ist Pflanzegift. Was nehme ich denn da am besten wieder? Butterfly! Butterfly! Der ist ja so. Der gute Butterfly! Man merkt, wir haben lange nicht mehr aufgenommen. Ich krieg total die Pokémon gerade durcheinander, ey. Ja, man merkt es. Jetzt habe ich auch für den Tackle eingesetzt, ich Vollidiot. Ach Mensch, Snake, oh. Man benutzt doch nur Tackle am Anfang und jetzt hier nicht so in der Mitte. Ja, entschuldigen Sie vielmal. Tackle ist mitunter einer der ersten Attacken, die bei mir rausfliegen durch TMs. So, Veronika ist besiegt. Kamarub, das ist dann das Feuer-Pokémon, richtig? Kamaub ist Feuerboden, ja. Und du hast die Weiterentwicklung Kamaub. Genau, dann hole ich nämlich da jetzt wieder den guten Buntfisch raus.
Und wir dürfen neue Pokémon fangen. Yay! Ja, sollte gehen. Auf der Route sind auch noch Trainer? Ja. So, Achtung, mein Routen-Pokémon ist ein... Ich glaube, das hatten wir schon. Was denn? Amoroso. Wen? Amoroso. 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 Ich glaube, das ist dieses Dorf, oder? Mit wem? Hast du nicht, so ein antikes Wasser-Pokémon mal? Ammonitas? Nein, ich hab Kabutops. Kabutops. Nicht Kabuto. Nein, Kabutops. Die Entwicklung davon hab ich. Ja. Ich könnte es eigentlich bedenkenlos dann fangen. So. Mein Pokémon. Hier ist ein Schneien. Nein. Das ist Asche. Asche. Ich weiß. Mein Routen-Pokémon ist. Wablu. Wablu. Oh, du alter Lacker. Was ist das? Wablu ist vom Typ her Flug, aber es entwickelt sich zu Altaria. Flugdrache. Da kann ich, ist der Pottgold gerade gut gegen den Boden, ja, oder? Ja. Ja, dass es mir nicht so viel Schaden macht und ich es irgendwie dann doch noch fangen kann. Wablu hat eine gute Fangquote. Das setzt gerade Heuler ein. Ja, Amoroso hat sich befreit. Ist aufgewacht, lecker. Und Kamerun. Au, zwei Schaden, pass mal auf. Die hole ich mir wieder. Igelsamen. Es singt mir gerade ein vor, aber anscheinend ist Pottgott extrem taub. So, und dann nochmal Schlafpuder. Und es trifft. Es hat mir was vorgesungen. Toll, jetzt pennt Pottgott. Was mache ich denn jetzt mit dem Wablu? Fangen. Ja, aber ich will ihm nicht wehtun. Trotzdem. Hau einen Pokéball oder so drauf. Es hat noch grüne HP. Ja und? Manche sind direkt drin. Okay. Ja, das Amoroso definitiv nicht. Aber es schläft. Und durch die Egelsand kriege ich auch noch mal ein bisschen mehr. Garn auf den Ruf geknüppelt. Ich hab's gefangen. Sehr gut. Wie nenne ich ein männliches Wablu? Wollvogel, ja, so sieht er auch aus. Wablu hat leichte, flauschige Flügel, die wie Schäfchenwolken aussehen. Dieses Pokémon hat keine Angst vor Menschen. Es landet auf ihren Köpfen und bleibt dort sitzen wie ein wattierter Hut. Nenn's Picasso. Ich wollte es jetzt Wolli nennen. Na, no, verflixt, Amoroso, bleib doch mal drin. Bleib tief und fest weiterhin. Die kann schlafen. Und dann nicht im Pokéball drin bleiben. Das heißt jetzt Wolli. Wolli, oh no, schade, ich hätte es Picasso genannt. Und das nächste Routen-Pokémon wäre gewesen. Eine Eule. Huthut. Huthut? Ja, das ist ja auch ganz geil. Und ich kann mir gerade Amoroso nicht fangen. So, Amoroso, entweder bleibst du drin oder du verreckst. Was willst du? Jetzt ist es drin. Man braucht nur einmal drohen, weißt du? So, Amoroso benutzt seine Tentakeln, um Beute einzufangen. Man nimmt an, dass es ausgestorben ist, weil seine Schale zu groß und zu schwer geworden war, sodass seine Bewegungen immer langsamer und schwerfälliger wurden. Wie nenne ich denn ein weibliches, männliches, Amoroso? Oldie. Oldie?
bekommen. Ich will dann überlegen, ob ich das, diesen Volley jetzt quasi irgendwie mal in meine Gruppe mit reinpacke. Aber wen sollen wir dann rausnehmen? Das ist die Frage. Ja, bei mir würde dann höchstens irgendwann Podgott rausfliegen. Podgott? Ja. Ja, aber da müssen wir uns jetzt noch keine Gedanken zu machen, wir sind gerade nicht an einem Pokécenter. Erstens das, zweitens Hariyama brauche ich. Na, da reden wir nachher drüber. Müssen wir da mal gucken. Es macht Spaß, durch die Vulkanasche zu laufen, über Boden und Gras. Du kannst genau erkennen, wo du gelaufen bist. Total klasse! Und ich finde jetzt auch total klasse, dass wir die Folge beenden. Ich wollte aber jetzt erstmal noch einen Schutz einsetzen. Also, das geht schon mal so gar nicht, ne? Also. Ich. So, das war's dann erstmal für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne noch einen Daumen oben da lassen. Und bis dahin sagen wir beide schon mal ciao, ciao. Ciao, ciao.